So, willkommen zurück zu einem neuen Video. Es beginnt endlich die Searcher-Force-Tour. Ihr habt auf Instagram abgestimmt, Stone Label oder Woodstars zuerst. Woodstars waren ganz klar vorne. Dementsprechend starten wir da rein. Wir fangen mal mit dem frischesten Vertreter an. Ich werde euch gleich noch Flakons zeigen. Ich habe nicht alle und keine Sorge. Das wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Also das meiste ist hier per Proben. Ja, ich sag mal, getestet. Gut, erster Duft, der Farce. Also, für mich hier aus der Reihe der frischeste und leichteste und wahrscheinlich auch, ja, so der beste, wenn man so mit diesem Thema einfach ein bisschen starten möchte. Wobei ich sagen muss, sehr viel Oud, spürbares Oud, erkennbares Oud, ist hier gar nicht mal so vorhanden, verglichen jetzt mit anderen Vertretern hier. Also dementsprechend, gut, anfangs. Also, wir haben hier so ein schönes Bouquet aus Blumen, eine Menge Lavendel. Ich finde auch gerade diese Rosengeranie ist sehr, sehr stark erkennbar. Und generell wirkt der Duft am Anfang, ja, sehr floral, frisch, leicht, ein bisschen fröhlich. Ja. Ich glaube, vielen ist er auch sogar eher auf der femininen Seite ein bisschen angesiedelt. Dennoch, ich finde ihn total unisex. Also, ja. Es ist auch keine so eine krasse Lavendelbombe, finde ich, weil oftmals Lavendel sehr, sehr überdreht ist oder extrem dominant ist in vielen Düften. Hier auch leicht angenehm und ich finde anfangs sogar eher im Hintergrund irgendwie gehalten. Ja, genau. Generell hält sich so dieser Tonus und nach ungefähr drei Stunden hier, der Dialekt wieder. Da kommen für mich so ein paar, ja, trockenere Hölzer mit ins Spiel. Also es könnte Vetiver sein, sowas in dieser Richtung. Einfach so eine holzige Note kommt noch dazu. Aber generell bleiben diese Blumen, finde ich, bestehen. Sie werden ein bisschen schwächer, sind aber immer noch vorhanden. Ja, und so nach 5 Stunden ungefähr kommt so eine leichte Süße noch mit bei. Aber wirklich sehr, sehr, sehr dezent das Ganze. Und überhaupt nicht, ja, irgendwie überladen oder sowas. Also ganz sanfte, minimale Süße noch mit dazu. Der blumige Einschlag, der bleibt immer noch bestehen, der bleibt bis zum Ende. Und wie gesagt, das Ganze noch mit ein paar Hölzern untermalt. Naja, es ist hier ganz, ganz weit weg von irgendwelchen markanten Stinkeoden oder irgendwie sowas. Also da ist vielleicht ein Portionchen drin, aber wie gesagt, nicht allzu viel. Für mich ist es ein sehr floraler Duft, der zeitweise dann eben von ein paar Hölzern untermalt wird und gegen Ende noch so einen Hauch von Süße mit beibekommt. Aber wie gesagt, super leicht das Teil, den kann man sogar im Sommer tragen, ehrlich. Also im deutschen Sommer, so muss man sagen. In anderen Ländern, zur arabischen Welt, ist das ja eh kein Stress, aber ich finde, der ist super umgänglich. Dementsprechend so als Einstieg, Alltagsduft aus diesen Woodstars, fantastisch, wirklich. Und ich glaube, es ist sogar einer der günstigsten, also spricht doch vieles für den Farce. Ja, das war doch ein entspannter Einstieg. Ich hoffe, ich labere nicht bei jedem so lange. Der nächste, den habe ich auch als Flakon hier. Der Alexandria, der Zweier. Ja, verzeiht mir meine Hand hier. Die ist etwas malträtiert, die rechte Hand. Genau. Ja, ich glaube, zu dem brauchen wir wirklich nicht allzu viel sagen. Der ist ja mittlerweile in aller Munde, wird super gehypt. Auch der beliebteste, bekannteste aus dieser ganzen Uzas-Reihe wahrscheinlich. Ja, wir haben anfangs, finde ich, eine super, super starke, schwere Rose tatsächlich. Da haben wir noch nicht so viel von, ja, Oud. Generell haben wir auch so einen schweren Lavendel, nämlich extrem stark warm, muss ich sagen. Irgendwas Würziges ist noch mit bei. Also das sind so für mich die Hauptakteure so am Anfang. Eine schwere Rose, ein starker Lavendel, ja, eben Hauch von Oud, klar, logisch, aber irgendwas Würziges noch mit bei. So, generell finde ich bei dieser Oud-Part, da habe ich schon gehört, für viele wirkt er zum Teil auch etwas muffig. Ja, finde ich jetzt nicht unbedingt, aber habe ich schon gehört, um mal so einen Rahmen hier zu basteln. Der wird immer stärker und ich finde diese Rose, die gleichen sich dann immer so ein bisschen aus. Also klar, das ist eine Rose-Oud-Kombo, ne? Aber wie gesagt, anfangs finde ich die Rose deutlich dominanter. Ja, so sieht es aus zum einen und gegen, ja, 3, 4, 5 Stunden, so in diesem Zeitraum, gewinnt dieser Duft definitiv an Süße und Schwere, ne? Also verglichen mit dem Farce ist der hier
wirklich boah, fast schon zäh, drückend, aber jetzt nicht im negativen Sinne, nur einfach nur ins Verhältnis zu setzen. Wie gesagt, also hier wird er immer süßer, schwerer, dieser, ich finde, angenehme Oud-Teil nimmt immer mehr zu und die Rose wird so etwas gedämpft dadurch. Ja. Generell auch gegen Ende, finde ich, haben viele hier Oud-Stars, wird so eine schöne, teilweise trockene Vanillenote immer präsenter. Haben wir hier auch. Der wird dann wirklich, ja, so cremig vanillig fast schon zum Teil. Aber jetzt, ich würde es nicht als so eine Bourbon-Vanille, irgendwie sowas, wie man es in einem Eis oder sowas hat, bezeichnen oder so eine Vanilleschote, sondern einfach, ja, so eine leicht dreckige Vanille vielleicht sogar ein bisschen. Gepaart mit natürlich diesem ganzen anderen Korsett von Rose und Oud-Duft. Aber wie gesagt, der hier ist viel, viel schwerer und süßer als zum Beispiel ein Fars. Wem das der Fall ist, ne, und irgendwas dazwischen sucht, der kann sich mal beim Alexandria 3 umschauen. Flakon habe ich leider nicht, aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich brauche den. Denn der, finde ich, bewegt sich irgendwo zwischen den beiden. Also, das sind jetzt gerade nochmal frisch aufgesprühte Streifen, um nochmal so die Kopfnote reinzukriegen. Wir haben am Anfang auch einen sehr, sehr floralen Anfang. Also, ja, auch ein bisschen leichter, ein bisschen frischer. Finde ich von so einer leichten Rose dominiert und nicht so dieses super schwere, tiefe, was der Zweier hat. Also, hier beim Dreier ist alles so ein bisschen gefühlt aufgelockerter, ein bisschen lebendiger. So wirkt das Ganze. Hat dadurch vielleicht auch einen Tick feminineren Einschlag, würde ich behaupten. Aber generell, ich finde die DNA zieht sich von Anfang bis Ende sehr vergleichbar durch, also sehr ähnlich zum Zweier, aber wie gesagt, alles in so einer irgendwie entspannteren und leicht frischeren Weise. Das ist, finde ich, so der Hauptaspekt quasi zum Zweier, also Hauptunterschied. Ja, also eben, wie gesagt, frisch, blumig am Anfang, so eine fröhlich leichte Rose, die da durchblitzt und generell. Auch hier bekommen wir mit der Zeit, finde ich, immer etwas mehr Oud dazu. So auch wieder so ein bisschen süßlich das Ganze. Bisschen, ja, schwerer, aber auf gar keinen Fall irgendwie stinkig oder sowas. Ne? Also kein Stinke-Oud, kommt doch. Sehr, sehr sanft hier das Ganze und einfach eben holzig süß, so kann man es einfach beschreiben. Ja, generell habe ich auch dazu geschrieben, eben trockene Hölzer werden so ein bisschen mit der Zeit noch aktiviert. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich finde ihn sehr, sehr vergleichbar zum Zweier. Nur diese lebendige Rose macht das Ganze hier etwas floraler, leichter und wie gesagt, ein bisschen fröhlicher aus so den Duft. So kann man es vielleicht sagen. Und der bewegt sich eben dementsprechend irgendwo zwischen dem Zweier und dem Fars. Also ich muss sagen, er gefällt mir mittlerweile extrem gut. Gerade so in diesen Übergangszeiten sehe ich den also, ja, extrem gut, ja. Generell noch ein bisschen was so zur Performance. Also ich brauche hier ehrlich gesagt selten oder eigentlich nie was zu sagen, weil die sind hier alle super, super stark. Das sind hier alles Düfte, die ja, unter die 10 Stunden eigentlich nicht kommen. Also eher weit drüber, ne? Das ist das Thema. Dementsprechend würde ich sagen, Performance braucht man hier gar nicht groß ansprechen. Das ist hier eigentlich immer gegeben. Wenn es extravagant gut ist, ne, dann werde ich es mal sagen. Aber ansonsten braucht man das fast nicht erwähnen. Nämlich. Hier kommen wir nämlich zum größten Biest, dem Orientale. Also Alexandria Orientale, es gibt ja, naja, kommen wir gleich dazu. ja, das hier ist natürlich wieder was anderes. Ne? Der Name, der lässt schon ein bisschen so verheißen, ein bisschen orientalischer angehaucht. Ja, tatsächlich. Also am Anfang ist er für mich schon sehr stinkeudlastig. Für jemanden, der es nicht gewohnt ist, vielleicht. Gepaart mit so einer, irgendwie so einer braunen Ledernote, hätte ich es jetzt genannt, so diese Ecke. Aber das Leder ist eher sanft, finde ich persönlich. Und diese Oud-Note ist schon, die hat schon einen herben Einschlag, ne? Kann man auf jeden Fall sagen. Kein Vergleich zu den anderen Alexandrias, also die sind da super sanft und wie gesagt eher rosendominiert. Hier am Anfang, der haut schon mal richtig auf den Putz. Ja, hat. Also grenzt sie schon sehr, sehr stark ab, das muss man sagen. Ich finde, er wird mit der Zeit einfach so ein bisschen
auch Trockenholz, das haben hier viele, die Zeder, also Zedernholz ist hier sehr, sehr markant, finde ich. Nach 2, 3 Stunden wird das immer, immer stärker. Der Duft wird auch ein Ticken süßer. Ja, das haben die alle. Und irgendwie zwischenzeitlich hat man mal irgendwie so eine sehr markante Koriandernote mit drin. Also ich mag das immer sehr, sehr gern. Ich weiß nicht, Koriander, da scheiden sich immer die Geister. Also sowohl beim Riechen als auch beim Essen. Also ich liebe das total. Aber das muss man wissen, ist zwischenzeitlich mal recht stark aktiv. So, ja, im Zeitraum von eben 2 bis 4 Stunden. Laut meinen Notizen, aber das kommt hin. Ja, und was ganz interessant ist, umso länger der Duft auf der Haut ist, oder halt, ja, so auf dem Streifen, ne, wird er sehr, sehr pudrig, süß und moschuslastig. Das ist interessant. Es gibt hier ein paar, die mit Moschus arbeiten, und auch das ist hier der Fall, dass das extrem, extrem stark mit reinspielt. Und dadurch, ja, wird der Duft halt nochmal ein Ticken animalischer, kann man es vielleicht sagen. Ne? Er ist eh schon in diesem Stinkeut ein bisschen potenter. Und durch diesen pudrigen Moschusteil dann so nach, ja, 4, 5 Stunden etwa dann immer mehr, immer stärker einsetzt, kommt das noch dazu. Also, das muss man auch dann wiederum mögen, ganz klar. Aber letztendlich vermischt sich das Ganze zu so einem, eben eher so einem cremigen, süßlichen Brei, eben mit diesen also markanten Noten, die ich jetzt gesagt habe. Was ganz spannend, also der Duft hält wirklich 24 Stunden, das ist echt krass. Ich finde, es ist der stärkste hier aus dieser Reihe. Ist auch mein persönlich wahrscheinlich stärkster Duft so in der Sammlung. Der ist echt gigantisch. Was interessant ist, wenn man am Morgen aufwacht, man hat den am Vortag getragen, dann riecht das ganze Zimmer irgendwie sehr erfrischt. Ich weiß nicht, was es ist, also als ob da irgendwie noch so Kaschmiran oder sowas drin wäre. Also der hat ganz, ganz, ganz am Ende nach, weiß ich nicht, 16, 18 Stunden irgendwie sowas, irgend so eine frische Note plötzlich. Also der wird leicht frisch, es ist halt wahrscheinlich auch von diesem Moschus, der dann plötzlich ja, sich in so einen hellen Touch irgendwie verwandelt. Super interessant, also ganz anders als am Anfang, wo er dann doch irgendwie so ein bisschen dunkel, tief, ledrig, gut, stinkig ist und gegen Ende so super hell und freundlich und frisch. Weird, ich kann es nicht anders sagen, aber das fällt mir immer wieder auf und es ist auch so ein Duft, den ich tatsächlich bis zum Schluss selber rieche. Das hat man echt nicht oft. Ja, ihr merkt, ich schwärme von dem, das ist absolut mein Favorit. Also wer den mal bekommt, testen kann, in den Arabischen Emiraten oder auch hier das Glück hat, ja, müsst ihr mal auschecken. Dann der nächste, der Imperiale, auch den feiere ich sehr. Also Alexandria Imperiale, ne? Also jetzt sind wir nämlich mit dieser Reihe durch. Den Einser gibt es angeblich, aber ich glaube nie, niemand hat ihn je gesehen. So, das ist tatsächlich das letzte Einhorn, was man nicht bekommt. Schade drum, aber wie gesagt, keine Ahnung. Diesen Alexandria 1 ist, glaube ich, unmöglich, den zu bekommen. Ja, oder zu finden. Das ist das Ding. Gut, Imperiale. Ja, der ist anfangs wieder komplett anders als die der Einser 2, also 2er und 3er, so muss man sagen. Auch hier keine Rose mit drin. Der ist sehr, sehr trocken. Ich finde, am Anfang hat er für mich etwas, wie wenn man so eine Lackdose aufmacht. Ne? Also dieses, ja, dieses Stechende, was das, ja, diese Farbe, diese aggressive Farbe irgendwie hat. Das bekomme ich tatsächlich hier. Also generell. Trocken, bisschen kratzig. Es riecht fast wie so ja, ein starker Vitiver, der da durchkommt. Ich bin ehrlich, ich weiß gerade nicht die Noten auswendig und will sie auch nicht hier rum switchen hier in meinen Notizen. Aber ihr werdet es gleich nochmal sehen, hier rechts oder links, dann, wenn ich es einblende. Es kommt mir vor, wenn hier sehr, sehr dominanter Vetiver drin ist. Also, wie gesagt, rauchig, kratzig, trocken, holzig. Das ist so der erste Eindruck, ganz klar. Zieht sich auch so durch. Muss sagen, so nach 3 Stunden ungefähr kommt so eine schöne, ja, ich finde sie angenehme Ledernote mit bei. Also da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit Leder, wobei mittlerweile feiere ich es zum Teil richtig, je nachdem. Aber dieser kratzige, dieser trocken, holzig, raue Charakter, der bleibt so die ganze Zeit bei. Und ich habe es mir hier aufgeschrieben, neben nach diesen 3 Stunden ungefähr, erinnert mich der Duft extrem stark an den Erdtiger von Marc Gebauer. Also wer den kennt, der weiß, wie dieser Duft nach einer Weile riecht. Ähnliche Performance, wobei der Erdteiger noch ein bisschen stärker ist. Aber so, das ist quasi so ein bisschen dann der Drydown des Duftes. Sehr, sehr vergleichbar. Ein bisschen dreckig, düster, ledrig, kratzig, holzig. Ich habe schon ein paar Mal gesagt. Also ja, so Vetiver-lastig. Auch hier wieder, ja, krasse Performance. Muss aber sagen,
dass der Imperiale nicht das krasseste Projektionsmonster ist. Also ich fand den Orital zum Beispiel viel, viel stärker in dem Fall, den Dreier sowieso und die anderen ja auch. Ich habe so das Gefühl, er sitzt etwas näher an der Haut als andere aus dieser Reihe. Ja, das war so mein Eindruck dazu. Also wer jetzt mehr auf Performance achtet und überall wahrgenommen werden will, dann ist dann beim AirTiger wahrscheinlich besser bedient und zahlt auch noch weniger. Ja, ach ja, ich könnte euch den ja zeigen, ne? Haha, wobei, ich habe den ja hier, den Flakon, den Orientaler auch übrigens. Aber letztendlich brauche ich euch hier nicht jeden Flakon zu zeigen, weil die sehen alle gleich aus. Also es gibt halt die 100er und die 50er. Die zwei Größen gibt's, sehen eher alle gleich aus. Außer der Luxor sieht ein bisschen anders aus, der Dreier sieht ein bisschen anders aus, aber sei es drum. Sergio Flakons sehen ja immer ähnlich aus. Dementsprechend, wir machen weiter. Jetzt kommt so der erste Hardcore-Kandidat, ne? Beziehungsweise der einzige. Ich muss ehrlich sagen, ist der einzige, der wirklich schwierig ist, ne? Der Zaffa. Am Anfang ganz viel kratziger Pfeffer und ganz, ganz viel Kuhstall-Stinke-Uhu. Also das ist, beim Orientale kann man das sehr, es ist erträglich, da ist es nicht so, riecht es nicht nach, ja, was hinten rauskommt, sondern einfach so ein bisschen animalisch, sage ich mal. Hier ist es wirklich, also es riecht für mich wie Pferdestall, ist ehrlich. Kein Witz, Pferdestall mit Pfeffer. Das ist echt ein geiler Vergleich, muss ich selber sagen. Ja, was soll ich sagen? Es zieht sich so durch, es wird gegen Ende einfach nochmal erdiger, der Pfeffer verschwindet, aber dieser konstante Stinkeut-Charakter bleibt bei. Ja, finde ich echt The Night oder sowas nochmal angenehmer von Friedrich Mall zum Beispiel, wer den jetzt kennt. Weil der hier irgendwie, ja, der ist so, also dieser Zaffer hier, der macht nichts anderes, ne? Der hat nicht viel Abwechslung, nichts, was man sonst so wahrnimmt. Ja, also wer wirklich mal so einen richtigen Hardcore-Stinke-Uhr-Duft riechen möchte, holt sich hier von der Probe, dann weiß er Bescheid. Das ist interessant. Ich finde es interessant und immer wieder bemerkenswert, ne, was es so gibt und was daraus gemacht werden kann, was für verschiedene Uhr-Düfte und Co. es gibt. Aber ja, brauche ich nicht zum Tragen. Muss ich ehrlich sagen, das ist mir auch zu viel. Nächster, Alcat. Ist ja, glaube ich, dann doch wieder so ein bisschen was Bekannteres. Also da, ich weiß es nicht, ich check's bis jetzt nicht. Der riecht für mich 1:1 wie der Addictive Vibration von Nizio, falls ihn jemand kennt. Ich habe sogar zwei Proben mittlerweile vom Alcat, weil ich gedacht habe, irgendwas stimmt hier nicht. Sogar eine vom, also von Xerchow direkt. Ja, es ist, er riecht wirklich so. Ne? Also für mich, als ob die da bei Inizio mal vorbeigeguckt haben und abgefüllt haben, beziehungsweise ich glaube, es war eher andersrum, weil den Alcat gibt es, glaube ich, schon länger. Also ich nehme am Anfang ganz klar hier auch eine riesige Ladung von Honig wahr. So bienenwabenmäßig, ne? Oder fast schon so ein bisschen wie diese Kerzen vom Weihnachtsmarkt. Ziemlich viel Jasmin, also wirklich extrem viel Jasmin. Und so ein ganz im Hintergrund ist so ein Hauch von etwas animalischerem Oud. Ne? Aber wirklich so ein Hauch. Sehr sanft, ganz angenehm. Rundet es ein bisschen ab. Aber für mich Menge Honig und Jasmin. Das ist für mich so das Hauptding. Es ist kein Honig drin, aber ich weiß nicht, das riecht für mich wie gesagt, wie so ein Glas Honig. Also volle Kanne. Ganz, ganz komisch. Mit der Zeit hat man noch so ein bisschen mehr Benzol, das ist ja auch so ein bisschen warm, vanillig zum Teil, riecht das bisschen, hat aber so einen eigenen Charakter. Also, wer den Grand Soir zum Beispiel kennt von MFK, da ist ganz viel Benzol drin, der weiß auch, wie das riecht. Ist so ein bisschen eigener vom Geruch her. Ich finde, das kriegt man noch mit bei. Generell, wie der Duft einfach nochmal ein Ticken süßer, ein Ticken schwerer, diese, ja, honigartige, bienenwabenartige Note. Bleibt, finde ich, die ganze Zeit bestehen, wird immer wieder von diesem sehr angenehmen, aber markanten Oud-Duft immer so ein bisschen untermalt, begleitet, schön im Hintergrund. Gegen Ende kommt dieser, ich sag mal, Stinke-Oud-Charakter immer mehr durch, aber gegen Ende heißt hier nach 12 Stunden. Also, ja, und wirklich angenehm, vertretbar und ist ein cooler Duft. Also es ist wirklich ein sehr, sehr cooler Duft. Hätte ich den Nizio nicht, hätte ich wahrscheinlich den. Weil, ja, die riechen mir zugleich. Der Alcat ist hier einfach nur ein Ticken Oud-lastiger. Das kommt hier ein bisschen mehr durch, vor allem mit der Zeit. Aber so in den ersten paar Stunden 1:1 der gleiche Duft. Echt krass. Also wirklich krass.
Aber gefällt mir. Und gerade so im Winter, ne, ich glaube, der gibt richtig warm. Hat auch so ein bisschen, jetzt wo ich dran denke, so ein bisschen Naxos-Vibes tatsächlich. Aber im, ich sag mal, interessanteren Stil, utlastigerem Stil, ne? Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Honigduft, der Ceylon. Auch hier war wieder so ein Flashback an den Astrophil und Stella Into the Oud. Super, super, super ähnlich. Also könnt ihr auch da euch mal umschauen, ne, falls ihr da was Günstigeres sucht. Jo, wir haben anfangs, also generell ist dieser Duft super schwer und dicht und fast schon ein bisschen klebrig, habe ich so das Gefühl. Wir haben auch wieder so diesen leicht stinkigen, super schwer süßen Oud-Geruch mit diesem zähen Honig vermischt. Also es ist wirklich hier so eine zähe Honignote. Das Ganze kommt hier irgendwie zusammen, wirkt fast schon so ein bisschen cremig. Und ich muss sagen, ja, das hält sich auch jetzt erstmal so 3, 4 Stunden ungefähr. Und dann habe ich aufgeschrieben, kommt so eine leicht pissige Moschusnote mit bei. Ja, hier steht, irgendwo steht es, glaube ich, auch, dass hier Hirschmoschus irgendwie sowas drin ist. Also sicherlich kein echter, ne? Aber man merkt, da ist zeitweise ist hier so ein bisschen eine Animalik drin, die so eher so einen dreckigen Moschus halt hier beinhaltet. Nicht so dieses sanft, pudrige, weiche, was es oft ist, sondern wirklich, ja, kratzig, dreckig, wie gesagt, pissig, ist, glaube ich, echt das richtige Wort. Und das hält sich eigentlich auch bis Ende dann durch. Das Ganze gepaart eben in diesem dicht zähen Honig-Oud-Geruch. Und ist wirklich ein sehr drückender Duft. Sehr schwer und ich weiß nicht. Also mir ist er too much. Den muss man schon wollen. Weil ich glaube, wenn man den drauf hat, dann hat man auch keinen Hunger mehr oder so. Also von dem her kann es ja was sein. Aber interessant. Ja. So, weiter geht's. Nur kurz gecheckt, was die Kamera sagt wegen Aufnahmezeit. Aber passt, passt, passt. Gut, nächster ist der Garo. Ja. Also, ich muss sagen, fand ich sehr interessant. Der ist hier sehr rausgestochen, weil die meisten eben haben eben diese Süße und Schwere und so weiter. Und hier haben wir was sehr, sehr würzig, trockenes, auch wieder ein bisschen kratzig, ja. Volle Ladung Safran. Also hier am Anfang die volle Ladung Safran. So ein bisschen scharf, eben, wie gesagt, kratzig, würzig, umgesetzt das Ganze. Muss man mögen. Also wirklich, das ist, wie gesagt, purer Safran fast hier, was man am Anfang riecht. Aber toll, super authentisch gemacht. Also wirkt extrem hochwertig, finde ich. Und das Ganze ist dann eben sehr, sehr trocken. Wir kriegen im Hintergrund langsam immer so mehr trockene Hölz. Also wie so ein, boah, wenn man in so ein uraltes, trockenes Bauernhaus geht oder so. So riecht das dann zum Teil ein bisschen. Finde ich super spannend. Dann haben wir mit der Zeit, nach einer Stunde kommt so ein Schuss Wacholderbeeren mit rein. Ich finde, die nimmt man toll wahr. Also wirklich, kriegt dann so ein bisschen so Gin-Charakter der Duft für mich dadurch. Absolut, also man merkt sie auch im Streifen noch. Könnte echt so ein trockener Gin noch irgendwie so sein. Also spannend gemacht, gefällt mir super. Bleibt trockenholzig, definitiv. Das ist ja so das Hauptding. Könnte auch wieder irgendwie Vetiver, Zedernholz, sowas müsste es sein in der Richtung. Ja, aber was da interessant ist, ich habe aufgeschrieben, nach 5 Stunden riecht er für mich so ein bisschen wie verbranntes Gummi. Also sehr interessant. Wenn ich so dran denke, da so ein bisschen Fahrenheit-Vibes, so also die Richtung. Also verbranntes Gummi, das auf jeden Fall. Und sehr, sehr kratzig auch wieder, dieser Duft. Sehr rau. Ah, also den muss man auch wollen. Ich weiß nicht, also da muss man schon echt so ein, ich weiß, sehr so ein Tarzan-Typ sein, sowas in dieser Richtung. Ich glaube, dann kann man den ganz gut tragen. Also interessant. Hat es nicht allzu viel in Verwandlung drin so? Das hält sich so die ganze Zeit. Aber fand ich auch interessant. Und also Performance, wie gesagt. In der Regel tipptopp. Dann was ganz anderes wieder. Eigentlich ein witziger Duft, muss man sagen. Der Indochin. Das ist für mich so ein bisschen der, ach, wie heißt der? La Capitale aus den Oudstars sozusagen. Ganz viel Erdbeere, paar Früchte am Anfang und so eine süße Rose mit bei. Das Ganze ist so auf so einem süßen Rosenbett liegt diese fruchtige, süße Erdbeere auch.
Bisschen so Erdbeermarmeladen-Vibes in diese Ecke. Ist witzig, ist interessant, aber irgendwie, na, der Duft passt nicht so in diese Reihe hier rein. Der ist so zu experimentell, was den Rest angeht, ne? Hätte auch in eine andere Richtung oder in eine andere Reihe gepasst. Erinnert mich auch sehr, sehr stark an das Opening vom La Capitale von den Shooting Stars. Ja, auch hier das Thema war, dass es ein Ticken künstlich wirkt, das Ganze ein bisschen synthetisch, diese Frucht, wie beim La Capitale auch, das bemängeln da auch viele, finde ich zeitweise auch, dass es nicht ganz so authentisch wirkt. Aber ja, im Laufe der Zeit, nach 3, 4 Stunden, verschwindet diese Erdbeer, also diese starke Erdbeernote immer mehr. Die tritt ein bisschen mehr in den Hintergrund. So schwere Blumen kommen mit bei, eben so eine Rose ist ja hier noch mit drin. Der Duft wird wieder ein bisschen süßer. Wir haben es immer. Also, das ist eigentlich immer das Hauptding. Süßer, cremiger, Geleeartiger habe ich aufgeschrieben. Also, wie so ein, ja, so ein Fruchtgelee, ne? So diese Ecke geht der Duft. Ich weiß nicht so recht, was ich von ihm halten soll. Ich finde ihn irgendwie cool, irgendwie witzig, aber es ist halt, ja, mehr so ein Spaßduft und dafür ist er recht teuer. Also, man muss schon auf diese Erdbeere stehen. Erinnere mich auch ein bisschen an diese Haribo-Erdbeeren, diese roten. Ja, Primavera heißen die, glaube ich, ja. So diese Ecke, da ist er ungefähr angesiedelt vom Geruch her. Und vom Oud kriege ich jetzt nicht viel oder nichts raus, eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Es ist jetzt nichts Herausstechendes bei dem Duft. Auch beim nächsten eher weniger, muss ich zugeben. Der Malaysia. Das ist so ein Duft, der ist ganz interessant. Der, also ich persönlich nehme ihn fast nicht wahr hier auf dem Streifen, immer so ganz dezent. Der ist irgendwie so, wie soll ich sagen, so ein bisschen luftig, also so ein bisschen watteartig. Ganz interessant. Hat am Anfang, finde ich, so ein bisschen was Freundliches, was Leichtes, was Frisches. So ein Hauch von Oud mit bei, aber wirklich nur so ein ganz leichter Hauch. Und man nimmt schon so einen Ticken Tonkabohne wahr. Also ich kriege auch am Anfang ein bisschen, weil das ja immer sehr, sehr stark durchprojiziert, so diese Tonkabohne ist ja immer echt heftig. Auf jeden Fall, mit der Zeit, so nach 1 Stunde ungefähr, wird dieser, ja eben, also das Moschus, ne, was so, ja, so erstmal pudrig, leicht frisch wirkt. Das nimmt aber immer mehr zu, wird immer ein bisschen schwerer, wir kriegen ein bisschen mehr Stinkeoud mit bei. Und generell finde ich, ist und bleibt es einfach ein super interessanter Moschusduft. Also das für mich hier ganz klar der Main Player, der alles überlagert hier. So ein pudriger, irgendwie angenehmer, sanfter Moschus, der ist nicht zu freundlich, aber riecht jetzt auch nicht pissig, aber irgendwo dazwischen. Ja, sorry für dieses Wort, aber es trifft echt ganz gut. Und immer so untermalt von so einem Hauch, von so einem cremigen Oud, würde ich jetzt mal behaupten. Irgendwas Cremiges ist hier noch mit bei. Das ist das, was ich so wahrnehme. Und wie gesagt, es ist eigentlich fast ein reiner Moschusduft. Super cool. Also ich finde ihn viel, viel besser mit der Zeit jetzt hier als anfangs noch. Weil da habe ich erst so gedacht, was ist das? Ja, interessant, aber irgendwie so recht eindimensional, mehr oder weniger. Ich finde, diese Tonkabohne spielt ehrlich gesagt gar nicht mal so eine große Rolle mit der Zeit. Also, die ist nicht so kuchenartig, wie man es oft hat, wahrnehmbar. Wirklich nicht. Ist wahrscheinlich auch diese Art von Süße, die man unten drunter so ein bisschen wahrnimmt, aber nicht sehr dediziert. Das ist eigentlich ungewöhnlich, ne? Wie gesagt, dieser Moschus hier überlagert alles. Muss man, wie gesagt, auf Moschus stehen, wenn man den Duft möchte. Jetzt wieder was Schwereres, den Mameluk. Den hatte ich tatsächlich mal, habe ich wieder abgegeben, weil der mir auch irgendwie too much war, auch zu schwer. Hier wieder ganz viel, oh, so ein cremig schwerer Karamell. Duft am Anfang auch noch mit Honig dabei. Also wie gesagt, es wirkt auch wieder schwer, zäh, süß, diese Richtung. Ich finde aber mit der Zeit wird er ein bisschen trockener. Auch hier kriegen wir so diese Moschusnote mit bei. Da wird so ein pudrigen Moschus noch dazu, was das Ganze halt nochmal irgendwie so ein Ticken dichter wirken lässt. Also nicht so leicht. Und gegen Ende, ja, so nach 5 Stunden sogar, finde ich, nimmt so eine hier eher bourbonartige Vanillenote noch so ein bisschen ihren Platz ein. Es riecht für mich so ein Ticken nach Vanilleeis, habe ich geschrieben mit der Zeit. Also wirklich gegen, ja, 5, 6 Stunden dann ungefähr. Das ist wiederum cool, aber ja, bis dahin muss man erstmal kommen, ne? Das ist ja das Ding. Ja, ansonsten
Wie gesagt, sehr cremig, karamelllastig, dicht, schwer, süß. Das ist das, was mir hier einfällt, bei dem Mamluk vor allem. Und das muss man ebenfalls irgendwie abkönnen, muss man in der Stimmung sein und wie gesagt, eher dann auch für kalte Tage. Also den sehe ich echt nur kalten Wintertagen, wo man sowas mal echt tragen kann. So, wir kommen zu den letzten beiden, von denen ich gar nichts gehalten habe am Anfang, also so auf den ersten Blick und die mir einfach komplett hier so also den Boden weggezogen haben, weil ich die komplett feier, den Luxor habe ich mir schon gekauft und Zanzibar, das ist der nächste, noch nicht, weil ich den nirgends finde. Also wenn den jemand hat, boah, bitte meldet euch, das ist absolute Wahnsinn. Also sticht komplett raus, so ein interessanter Duft. Also anfangs riecht er für mich, er hat irgendwie etwas Fruchtiges, es riecht für mich so ein bisschen pfirsichartig. Es ist nicht gelistet, aber ich krieg so irgendwas von einem Pfirsich, Nektarine. Ja, so eine Art von Frucht ist es auf jeden Fall. Dann generell hat der Duft was leicht Verbranntes, aber in einem angenehmen Sinn. So ein bisschen Fan Your Flames-artig. Das ist die, also von Nisha Ne, wenn ihr den Duft kennt, einfach mal so als Referenz. So eine Art von Verbranntheit ist das quasi. Ich rieche so wie so ein feuchtes Tabakblatt, nehme ich noch wahr, sowas in dieser Richtung. Aber, um das mal zusammenzufassen, wenn ihr mal an einer guten Zigarre gerochen habt, schön, dass ein Humidor so gute Feuchtigkeit hat, also die richtige Feuchtigkeit hat, so rum, dann habt ihr so ein bisschen so einen Eindruck, wie dieser Duft hier riecht auf dem Streifen. Fantastisch. Also so angenehm, sanft, harmonisch, kein rauer Tabak. Wirklich, wie eher für mich so ein feuchtes Tabakblatt. Dieser Pfirsich noch irgendwo am Start. Echt, also ein Gedicht. Ich habe sowas noch nie gerochen, das ist absolutes Meisterwerk für mich. Genial. Generell kommt dann derzeit dieser Osmanthus dazu. Ich glaube, auch das ist das, was ich tatsächlich so genau als diese Frucht wahrnehme. Das müsste das nämlich sein. Das hat ja oftmals auch ein bisschen so einen Charakter, so einen fruchtig-blumigen Charakter. Das wird immer stärker mit der Zeit, nimmt aber auch nach vier Stunden etwa wieder sehr, sehr stark ab. Und wir kommen in wieder so eine richtige trockenere Gegend rein. Dieser Tabakblattgeruch für mich, also generell dieser Tabakgeruch, nimmt wieder ein bisschen mehr Fahrt auf. Wir kriegen zusätzlich so einen Hauch von Vanille, aber auch hier wieder eher so eine Bourbon-Vanille, finde ich. So Vanilleschote-artig. Also diese Ecke und alles in einer perfekten Balance, nichts überlagert. Alles hat so seinen, quasi wie so seinen eigenen Quadranten, der nicht also übertreten wird. Ja, man kann alles genauso wahrnehmen. Es ist super, super schön. Und dann eben klingt der Duft einfach eben tabaklastig, leicht vanillig, cremig, minimal süßlich aus. Aber nicht schwer und süß, sondern wie gesagt, so in einem angenehmen Rahmen, doch noch irgendwie trocken. Ja. Ich hoffe, ich habe ihn einigermaßen schnell beschrieben, aber der hat mich einfach umgehauen und tut es immer noch. Ja, wie gesagt, wenn jemand Zanzibar hat, bitte, bitte her damit, ey. Also bin ich heiß drauf. Der letzte, der Luxor, den habe ich einmal im Laden gerochen, vor einem Jahr oder so. War für mich so, puh, Kirchengeruch, Kirchengeruch und weiter. Aber der hat mich komplett umgehauen nochmal. Boah, Wahnsinn. Also, wir haben am Anfang ganz viel Zimt, so einen richtig trockenen Zimt, als ob einer euch so einen Löffel voll Zimt irgendwie ins Gesicht bläst, so wirkt das. Und ich meine wirklich bläst, weil man hat hier gleichzeitig so einen frischen Kick irgendwie. Ja, diesen Weihrauch mit bei. Aber alles auf so eine leichte, super leicht angenehme Art umgesetzt. Also der Duft wirkt jetzt irgendwie nicht super schwer und so weihnachtlich schwer, ne? Was viele Düfte haben, die Weihrauch und Zimt drin haben. Das ist ja irgendwie immer so ein bisschen drückend oftmals. Überhaupt nicht klar, man hat dieses Kirchenfeeling dadurch, das ist ganz klar. Aber ich finde es sehr, sehr schön. Genau, Myrrhe kommt noch dazu. Der Zimt wird so ein Ticken süßer. Gibt einfach ein bisschen Süße mit bei. Auch hier wieder ein bisschen Tabakblattgeruch. So, ja, 3 Stunden ungefähr kommt das noch mit zu. Etwas mehr Würze. Aber generell ist und bleibt der Duft ein Weihrauchduft. Also hier, Weihrauch ist Programm von Anfang bis Ende. Wird nicht weggehen. Und am Anfang einfach dieser leichte Zimt, der ist so schön dazu, muss man einfach zugeben. Wahnsinn, das rundet das Ganze so mega ab. Ich habe auch aufgeschrieben, dass nach ungefähr 5 Stunden ich so einen richtig heftigen Kardamom-Kick kriege. Ist ja auch immer so eine sehr markant würzige Note.
noch die ihr nochmal voll Gas gibt und bis hinten raus. Also sehr, sehr interessant. Aber was bei dem Duft irgendwie so faszinierend ist, dass er irgendwie so luftig bleibt. Ich bin da tatsächlich klar, auch wegen dem Namen, aber irgendwo in Ägypten zwischen den Pyramiden und an mir weht so dieser sandige Wind vorbei. So fühlt sich dieser Duft an. Also total spannend. Und man ist so ein bisschen wieder in dieser Ägypterzeit, ne? Mit irgendwelchen Weihrauch, Schwenkern da und so weiter. Versetzt einen voll dahin. Wie gesagt, und der ist irgendwie so leicht gleichzeitig. Komisch. Aber auch der hat es mir total angetan. Und jetzt seid ihr dran, ne? Jetzt müsst ihr euch mal entscheiden, wenn ihr hier auf der Suche wart nach einem Woodstars-Duft, was euch am besten gefallen wird, möglicherweise. Ich hoffe, ich habe euch hier jetzt schon mal einen einigermaßen guten Überblick, Eindruck gegeben. Ne? Ist ein super langes Video. Aber ich weiß nicht, ob ich will hier nicht zu viele Teile machen, weil ne, die ganzen Set of Kollektionen in der Regel ja eh schon, ich weiß nicht, wie viele sind es? 6, 7, 8? Schon genug Platz einnehmen werden. Und manche muss ich splitten, weil es dann noch mehr Düfte sind. Ne? Shooting Stars, Katastrophe, also ohne Ende. Ja, weiter geht's wahrscheinlich mit den Stone Labels, nicht wahrscheinlich, ziemlich sicher. Dann mal gucken. Shooting Stars, denke ich, mache ich fast zum Schluss, weil, wie gesagt, das sind ultra, ultra viele und da fehlt mir noch einer, der noch auf dem Weg ist. In diesem Sinne, ja, wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und ja, ich würde kurz machen, genug gelabert. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.